Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Bandicoot Sunday. Eine Woche ist um, das bedeutet, es ist Bandicoot Time und wir wollen mit dem letzten Level starten, und zwar Doppelsicht. Letzte Zeit hatten wir viele Level mit Cortex, kann das sein? Ich lasse mich nicht versagen, also anders versagen. Ich meine, oh, Crash! Ah, cool, das haben sie auch mit eingebaut. Wie viele Kisten? 129, okay, das geht. Hoffe ich. Okay, und die bleiben auch auf. Schön. Aber ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, ist klar. Dankeschön. Ich wollte schon gerade sagen, warum treffe ich die denn jetzt nicht? So. Müssen mit Timern wieder. Da komme ich so hin. Ah, das erinnert wirklich an Cortex Borg. Zumindest ein wenig. So, wo muss ich jetzt? Ah. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Diese Entwickler. Ist der schon mal weg? Thank you.
Machen wir das so. Ich glaube, das ist besser. Muss ich theoretisch nur einmal raufspringen? Jawohl. Das funktioniert. Es ist nicht einfach. Oh Gott, funny. Die Level sind auch wahnsinnig lang. Natürlich. Warten. Jetzt. Das ist unsere liebe Fledermaus wieder. Nein, das war blöd von mir. Ja. So brauche ich ihn nämlich. Oh, liebe Entwickler. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, ich kann da vorne stehen bleiben. Seht ihr das? Was macht das Ding hier? Ich könnte theoretisch auch so. Es ist einfach ekelhaft. Ich hoffe, ich krieg gleich mal einen zweiten Checkpoint. Das wäre ganz lieb. Okay, pass auf hier. Ich mach's noch einmal. Versuch's noch einmal. Ansonsten cutte ich das wieder zurecht. War da noch was? Nee, okay. Es dauert mir das hier wieder zu lange. Und jump, zack. Jetzt mal den da weg.
jetzt ruhig. Wofür ist der da eigentlich da? Ich habe keine Ahnung. Das bringt mir auch nichts. Ich kann zwar die Nitro-Kiste kaputt schießen, aber das war's. Ich setze hier kurz einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe den nächsten Checkpoint noch, weiß nicht, 15 Minuten, 20 Minuten habe ich doch schon benötigt. Kurz das richtige Timing abpassen. Jetzt. Ich muss mich doch irgendwie. Aber als allererstes. Ah, ich kann die Nitro-Kisten noch nicht mal wegschießen. Ach komm, die kriege ich doch kaputt, die Nitro-Kiste. Zeit wieder, dass ich eine Maske bekomme. Wie komme ich da oben an die Kiste? Habe ich die übersehen? Ich muss von oben, ja, natürlich. Kurz durchatmen. Bin ich da drauf sicher auf diesem Ding? Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich muss schnell rauf so ein Ding verwandeln. Es reicht auch erstmal, wenn es ein Stein ist. Ich kann dann immer noch rüber switchen. Ja. So reicht erstmal schon. Zack, zack. Kann ich aber normal rüberspringen, ja. Hoffe ich. Warum kann ich nicht vernünftig sein, so wie ich? Jetzt kriegen wir die Katze hin zu sehen. Du willst mich imitieren, was? Ich bin du aus der Zukunft, du Idiot! Ich bin kein Idiot! Du bist der Idiot! Idiot! Greif dich! Episch. Ich erinnere mich. Zwing mich nicht. Hilfe! Irgendjemand!
Dieses Level ist, wird ab jetzt sehr, sehr ekelhaft werden. Wir sind eigentlich schon fast am Ziel, wenn man mehr, ja, mehr oder weniger. Okay, kurz überlegen. Da ist eine Kiste. Und das geht natürlich nicht. Das würde auch theoretisch gehen. Aber ich will es anders versuchen. Ja, so kann es auch funktionieren. Springst du auf diese blöde Kiste? Ich habe doch auf R2 gedrückt. Jetzt gibt es wenigstens eine Maske. Ich komme da ohne die Dings gar nicht durch. Oh, Leute. Hier das Zeitrelikt wird sehr schwer werden. So geht's, denke ich mal, auch, oder? Ja. Loch. Erschreckt mich doch nicht so. Muss ich mit dem Schwung rein. Ich frage mich, ob da ein oder zwei TNT-Kisten sind.
2. Da wäre eine Zielkiste gewesen. Ach Gott. Zweimal versuche ich es noch, sonst wird hier wieder gecuttet. Ja, was mache ich denn da? Der zählt natürlich nicht. Der zählt auch nicht. Ob wir zumindest da einmal rüberkommen. Der zählt aber. Verdammt. Okay, dann setze ich kurz einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Nach 20 Minuten habe ich es dann auch hinbekommen. Die letzte TNT-Kiste wollte er irgendwie nicht. Okay, was haben wir hier? Beziehungsweise, was wollen die Entwickler von uns? Ah, natürlich. Ich hoffe, ich habe das noch richtig in Erinnerung. Grausam, grausam, was gleich kommt. Es ist nicht einfach, Leute. Das war knapp. Wir sind klein, müssten gleich am Ende sein. Verdammt! Ging leider nicht anders. Ja.
Jetzt habe ich wenigstens noch Masken. Habe ich eine Maske verloren? Anscheinend. Jetzt habe ich es so geschafft. Und da ist das Ziel. Passt! Ah, kommt schon. Warum habe ich jetzt wieder nur eine Maske? Kann mir das einer vielleicht sagen? Ich hätte doch eben noch zwei, aber... So, schauen wir mal. Okay. Oh, ich den Double Jump nicht hinbekommen. Ach, jetzt will ich meine zweite Maske haben. Verdammt. Ah, und dann ganz schnell hochjumpen. Nein! Ah! Ärgerlich! Ganz, ganz ärgerlich! Thank you.
Keine Ahnung, was das war, Leute. Da ist er. Und natürlich fehlen 3 Kisten. Egal, wir haben das Level geschafft und das ist die Hauptsache. Und man 3 Edelsteine bekommen. Von den Wumpas. Das große Ganze. Da kriegt man, glaube ich, für 50% der Level. 50% der, ja, von den 100%. 50% des Spiels. 50% von den Kisten, von den Leveln. Ich laber schon wieder mit. Und jetzt fehlen eigentlich, was ist eigentlich? Es fehlen ja noch die Bänder. Die paar Edelsteine fehlen noch, paar bunte sogar. Dann die invertierten Edelsteine und die wahnsinnig perfekten Relikte. Ich vermute, die zählen dann auch zu den 100%, ne? Die Entwickler sind krank. Auf jeden Fall haben wir schon mal 50%, das ist schon mal schön. Ich denke mal, ich werde im Stream, ich weiß noch nicht, wann ich es mache, ich werde auf jeden Fall im Stream die invertierten Edelsteine holen, die Rückblendenkassetten und natürlich auch die farbigen Edelsteine, also alle Edelsteine. Und die Relikte würde ich noch zu Parts machen. Ja. Das ist ja nochmal sozusagen 38 Parts im Endeffekt gibt, na, an einen Spezialstream, wo dann, ich weiß nicht, wie viele Spezialstreams ich machen werde. Ich versuche natürlich so viele Stunden wie möglich zu streamen dann, dass ich dann so viel auch schaffe, aber es, manche Level werden eine Stunde, für manche Bonus-Level brauche ich eine Stunde, na, und, ja. Aber gut, dann würde ich sagen, danke ich euch auf jeden Fall fürs Reinschalten. Wir haben die Hälfte geschafft. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Bandicoot Sunday wieder. Bis dann.